empirischen Forschung werden Annahmen auf Basis empirischer Daten geprüft. Solche Annahmen bezeichnet man auch als Hypothesen. Und sie unterscheiden sich etwas von den Forschungsfragen. Die allgemeine Frage ist, ob zwischen dem, was wir beobachten und dem, was wir annehmen, ein Zusammenhang besteht. Und in der empirischen Forschung gibt es dafür ein bestimmtes Vorgehen, das Testen von Hypothesen. Das hat sich etabliert, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass bei diesem Zusammenhang ein Irrtum vorliegt. In diesem Blog verschaffen wir uns einen Überblick über das Testen von Hypothesen. Wir lernen was über die Operationalisierung von Konzepten, mehr über statistische Signifikanz und Fehlertypen beim Testen von Hypothesen, sowie wir die statistische Wirkungskraft erhöhen können. Zu Beginn stellt sich für uns die Frage, ob die Hypothese gleich der Forschungsfrage ist. Nein, das ist sie nicht. Die Forschungsfrage ist eine Frage und die Hypothese eine Annahme. Die Forschungsfrage ist eine generelle Formulierung der Hypothese und kann zum Beispiel eine umfassende Theorie oder eine Fragestellung gegenüber einem Modell sein. Wichtigstes Merkmal der Forschungsfrage ist, dass sie nach etwas fragt, was noch nicht bekannt ist. Eine Forschungsfrage generiert also neues Wissen. Die Forschungsfrage ist auch immer gleichzeitig ein Ziel für ein Forschungsvorhaben. Und dieses kann die Forschungsfrage ganz beantworten, in Teilen oder in Umständen, bestimmten Umständen beantworten. Er kann sie auch verwerfen oder unbeantwortet lassen oder nur als scheinbares Problem entlarven, was eigentlich mit etwas völlig anderem zu tun hat. Meistens umfassen Forschungsfragen eine Reihe von Hypothesen innerhalb eines Paradigmas oder eines theoretischen Frameworks. Sprich, eine Forschungsfrage ist ein generelles Konzept einer Hypothese. Ein Beispiel aus unseren früheren Arbeiten ist zum Beispiel die Frage, ob es ein Uncanny Valley für Tiere gibt. Eine Frage war eher allgemein formuliert, aber sie beinhaltete eine Reihe von Hypothesen, die es zu überprüfen galt. Zunächst werfen wir noch eine klare Differenzierung von Hypothese und Theorie. Eine Hypothese ist eine vorgeschlagene Aussage für ein Phänomen sowie eine logische Konsequenz in einer Wenn-Dann-Beziehung und es gibt eine anerkannte Möglichkeit, wie diese Hypothese zu testen gilt. Eine Arbeitshypothese ist eine Hypothese, die eine vorläufige Grundlage vor der Forschung sein kann, vielleicht noch nicht ganz akzeptiert ist, aber und noch nicht ganz klar formuliert ist. Die Theorie dagegen ist ein abstraktes, verallgemeinertes Denken über ein Phänomen, welches eine Gruppe logischer Erklärungen beinhaltet und die basieren alle auf empirischen Daten. Wenn wir von einer forschungsrelevanten Hypothese sprechen, meinen die Wissenschaftler meist die Alternativhypothese. Das bedeutet nicht, dass es noch mehr Hypothesen gibt, sondern dass unsere Hypothese die alternative Erklärung dafür ist, dass etwas so ist. Gibt es mehrere Hypothesen, nummeriert man diese durch. Ein Beispiel für eine Hypothese könnte lauten, dass es einen Unterschied in der Tippgeschwindigkeit zwischen Männern und Frauen gibt. Oft haben wir aus verschiedenen Gründen schon eine konkrete Vorstellung davon, in welche Richtung diese Hypothese geht oder sogar nur gehen kann. In diesem Fall sprechen wir von einer gerichteten Hypothese. Oft werden die auch gegliedert. Je nach Nummerierung könnte beispielsweise die Hypothese H1a lauten. Zur Falsifizierbarkeit unserer Hypothese benötigen wir die Nullhypothese. Sie ist sogar das, was implizit angenommen wird. Das bedeutet, dass die Nullhypothese da war, bevor wir eine Idee von einer anderen Erklärung der Welt hatten. Ein Beispiel, wenn wir uns die Tippgeschwindigkeit von Männern und Frauen anschauen, könnte die Nullhypothese ja lauten, es gibt keinen Unterschied in der Schreibgeschwindigkeit zwischen Männern und Frauen. Die Nullhypothese offenbart allerdings auch ein wesentliches Merkmal in der Falsifizierbarkeit von unseren anderen Hypothesen, denn wenn wir alle Männer und alle Frauen auf der Welt testen würden, dann kämen auf jeden Fall zwei unterschiedliche Werte heraus. Bei der Formulierung von Hypothese und Nullhypothese nehmen wir aber auch an, dass dieser Unterschied statistisch relevant bzw. signifikant ist. Der statistische Test der Hypothese ist also die Überprüfung unserer Aussage mithilfe statistischer Tests, Formeln und auch einigen Parametern für diese Formeln, die sich im Laufe der empirischen Forschung etabliert haben. Diese Typen von Hypothesen können deterministisch sein, sie können sagen, der Unterschied in der Schreibgeschwindigkeit zwischen Männern und Frauen liegt zwischen 12 und 19 Words per Minute. Probabilistisch können Sie sagen, der Unterschied in der Schreibgeschwindigkeit zwischen Männern und Frauen liegt zwischen 12 und 19 Words per Minute mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%. Oder klassifizierend sein, Sie können sagen,
Personen, die im Schreiben mit Tastaturen geschult sind, haben eine höhere Schreibgeschwindigkeit als Personen, die nicht geschult sind. Hypothesen können auch vergleichend sein. Je mehr Training die Leute im Tippen auf Tastaturen haben, desto höher ist ihre Tippgeschwindigkeit. Wir sehen, man muss zwischen Forschungsfrage und Hypothese differenzieren, wenn wir ganz am Anfang der empirischen und experimentellen Forschung stehen. Die Hypothese folgt nämlich immer auf die Forschungsfrage. Die ersten Fragen lauten also, was ist die Forschungsfrage, was ist die Hypothese? Um eine Hypothese zu testen, bedarf es des richtigen Tests zur Überprüfung der Hypothese. Wobei das wichtigste Merkmal eines solchen Tests seine Falsifizierbarkeit ist. Das bedeutet eigentlich, dass eine wissenschaftliche Hypothese niemals bewiesen werden kann. Das bedeutet eigentlich, dass sie aber verworfen werden kann, wenn sie falsch ist. Hält eine Hypothese oder später auch die Theorie der Überprüfung hingegen stand, so bewährt sie sich, ohne dass die Theorie dadurch besser, wahrscheinlicher oder glaubwürdiger wird. Hypothesen können damit recht komplex klingen, denn damit sie allein falsifizierbar sind. Aber nur so hat unser Test die Chance, entweder das eine oder das andere herauszubekommen. Wichtig ist, dass eine Hypothese einen logischen Zusammenhang beschreibt. Und dieser Zusammenhang existiert in jedem Experiment zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variable. Darum fragen wir als nächstes, was sind die unabhängigen Variablen? Liegt der Faktor innerhalb oder zwischen den Teilnehmern? Und was sind die abhängigen Variablen? Sind sie objektiv oder sind sie subjektiv? Und insbesondere, wenn wir nach einem übergeordneten Konzept fragen, ist Vorsicht geboten. Denn obwohl objektive Messungen durch physikalische Einheiten oder Verhältnisse präzise definiert sind, können Messungen von zum Beispiel Performance, Leistungsfähigkeit, Sympathie, Erinnerungsfähigkeit, Usability, Spaß, Immersion, Gesundheit nach einem bestimmten Konzept fragen, welches wir zwar alle kennen, aber völlig unterschiedlich von uns interpretiert werden kann. Um in unserer Arbeit klar zu machen, wie wir dieses Konzept zu interpretieren versuchen, ist ein bestimmter Prozess erforderlich, nämlich die Operationalisierung. Und wichtig ist die Frage, wie ist eigentlich der Konsens, wie ein Konzept operationalisiert werden sollte? Nehmen wir als Beispiel für ein Konzept die subjektive Messung von Gesundheit. Gesundheit ist ein, ja, sehr zwiegespaltene mentale Repräsentation von dem, was wir unter gesund verstehen. Und sie kann aus verschiedenen Variablen zusammengesetzt sein: physischer Gesundheit, mentaler Gesundheit. Und es gibt für jede Variable auch eine Definition. Zum Beispiel mentale Gesundheit ist die Entfernung oder das Fehlen von mentalen Krankheiten. Oder physische Gesundheit ist die Fähigkeit, unseren täglichen Aktivitäten nachzugehen. Operationale Definitionen werden genutzt, um die Existenz dann eines Phänomens festzustellen. Zum Beispiel für die Einschätzung von mentalen Krankheiten wurde die mentale Wellbeing Scale verwendet und das GHQ9-Tool. Hier wird also nach dem Konzept, nach dem Konsens zur Messung eines Konzepts gefragt. Der Prozess des Definierens einer Messung für ein Konzept, die es nicht direkt messbar ist, ist die Essenz der Operationalisierung. Sie macht ein, ja, unscharfes Konzept, zum Beispiel Emotionen, Sympathie, Erinnerungsfähigkeit, Usability, Gesundheit, klar unterscheidbar, messbar und verständlich. Sie hilft, ein Konzept abzuleiten. Sie ist auch wichtig zur Wiederholung des Experiments. Das sollte wiederholbar sein, damit das Experiment wiederholt werden kann. Sie definiert auch, das hängt auch davon ab, wie die theoretischen Definitionen in verwandten Arbeiten aussehen. Und sie sind aber häufig durch standardisierte Tools und wissenschaftlichen Konsens definiert. Beispiel. Ich möchte mit Ihnen ein Beispiel für eine Operationalisierung besprechen, die von Studierenden immer wieder mal falsch gemacht wird. Ich nehme mal die korrekte Formulierung für eine Hypothese. Zum Beispiel, zunächst mal die korrekte Formulierung für eine Hypothese. Zum Beispiel, iPhone-Nutzer tippen sehr schnell. Es handelt sich zwar um eine Aussage, aber sie ist nicht falsifizierbar. Zur korrekten Operationalisierung müssen wir die Hypothese in zu einer sinnvollen und falsifizierbaren Alternativhypothese umformulieren. Wenn Sie ein iPhone bekommen, erhöht sich die Tippleistung im Vergleich zu einem Android-Telefon. Die Operationalisierung des Konzepts
Tippleistung oder Typing Performance können wir auf Basis von vorherigen Arbeiten operationalisieren. Die wichtigste Metrik dürften die Wörter pro Minute sein, wobei auch häufig Characters pro Minute gemessen werden. Und darüber hinaus finden sich auch die Fehlerrate, die weiter operationalisiert durch das Verhältnis von falsch eingetippten und allen Wörtern bzw. durch das Verhältnis von Anzahl der Rückwärtstastenpresse durch Drucken der Rückwärtstaste oder durch die Anzahl an Zeichen geteilt wird. Und je mehr Messungen wir haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass es für einen Messwert einen statistisch signifikanten Wert zu erhalten. Und dürfen wir die Hypothese auch mit mehr als einem operationalisierten Wert testen? Und die Frage, die sich dabei stellt, ist in der Wissenschaft viel diskutiert und hängt auch mit der internen Validität zusammen. Wenn wir mehrere Messungen für ein Konzept operationalisiert haben, können wir auch Korrelation erwarten. Eine höhere Words per Minute, also eine höhere Eingabeleistung über die Wörter, wird auch die höhere CPM, also Characters per Minute, bedeuten. Eine höhere die Geschwindigkeit wird die Zeicheneingabe erhöhen, wobei es sein kann, dass sich die Fehlerrate nicht verändert. Und in diesem Fall müssen wir entweder diskutieren, ob es sich um einen falschen negativen Messwert handelt oder ob die Anzahl der Fehler gar nicht zum Konzept der eigentlichen Tippleistung gehört. Sofern zum Konzept der Operationalisierung gehört, dass auch die Error Rate, also die Fehlerrate zur Tippleistung zählt, können wir höchstens schlussfolgern, dass die Tippgeschwindigkeit, welche durch die Words per Minute und CPM operationalisiert wurden, verbessert haben. Und dieses nachträgliche Operationalisieren muss klar gerechtfertigt werden und können die interne Validität verletzen, wobei das nachträgliche Verändern von Hypothesen nicht mehr erlaubt ist. Es finden sich im Gegenzug zu signifikante Effekte für Messungen desselben Konstrukts, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese nicht aufgrund eines falschen positiven Tests verworfen wurde. Nehmen wir nun an, dass die Hypothese war, dass sich die zwei Messungen beeinflussen, zum Beispiel, dass ein erhöhter Workload mehr Fehler zur Folge hat. Dann müssen wir das experimentelle Design, Workload, auch zu unabhängigen Variablen erklären und müssen zeigen, dass wir nicht nur zweimal dasselbe gemessen haben, sondern dass in unserem Experiment das Prinzip von Ursache und Wirkung klargestellt wurde. Zum Beispiel durch systematische Störungen, die zwangsläufig zu einem höheren Workload zur Folge hatten, und wir in solchen Fällen zwei Konzepte als Funktion des anderen ins Verhältnis setzen. Dazu gehen wir später mehr und dazu gibt es auch die entsprechenden Tests. Die Hypothese selbst wird mit Hilfe statistischer Verfahren beantwortet. Lassen wir uns einen kurzen Blick darauf werfen, was wir wissen wollen. Gegeben ist ein Signal für einen bestimmten Reiz und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Stichproben aus unserem Experiment um einen Mittelwert sammeln. Der zweite Reiz ist durch die Nullhypothese gegeben und werden durch den statistischen Test ermittelt. Die Frage ist, ob zwischen den beiden ein Effekt ist oder noch genauer ein statistisch signifikanter Effekt. Dieser Test auf statistische Signifikanz wird auch Nullhypothesen-Signifikanztest NHST oder auch statistischer Hypothesentest bezeichnet. Was bedeutet das? Ein statistisch signifikanter Unterschied liegt vor, wenn die Wahrscheinlichkeit P unter einem bestimmten Signifikanzniveau Alpha liegt. Also je niedriger P ist, desto höher ist die Evidenz. Für Alpha existiert bereits ein Wert. Der Alpha-Wert erscheint jetzt zunächst für uns beliebig, aber er ist wohl die bekannteste Marke in der Wissenschaft und der wirklich heiß diskutierteste Schwellenwert für eine Vielzahl von Tests. Und über das Signifikanzniveau wird so viel diskutiert wie über keinen anderen Wert, denn nur er ist basiert auf wissenschaftlichem Konsens und ist ein zentrales Gütekriterium, aber ist eben beliebig. Denn unterhalb dieses Niveaus wird die Nullhypothese verworfen. Und eine Nullhypothese kann nur zurückgeworfen, wenn es eben einen statistisch signifikanten Effekt gibt, der durch P ermittelt wurde und unter Alpha liegt. Nicht signifikante Ergebnisse, also alles, was größer, also jeder P-Wert, der größer wie Alpha ist, bedeutet, dass eine Nullhypothese nicht abgelehnt werden kann und wir aus der Studie nicht schließen können. Was bedeutet der P-Wert eigentlich genau? P bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass ein nicht existenter Effekt gefunden wurde. Bei P von 0,028 G
gibt es eine sogenannte 2,8%ige Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein nicht existenter Effekt gefunden wurde. Je kleiner p, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas entdeckt haben, das nicht existiert. Und solch einen Fehler bezeichnen wir auch als Type-1-Fehler oder als falschen positiven. P sagt im Umkehrschluss mit 97,2%iger Wahrscheinlichkeit, dass P ein wahrer Positiver ist. Und damit wäre die Wirklichkeit abgebildet, um die Nullhypothese zu verwerfen. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Nehmen wir an, dass P größer ist, größer als 0,05, zum Beispiel 0,28. Dann gibt es natürlich auch keinen Effekt. Aber wir haben mit der 72%iger Wahrscheinlichkeit einen wahren negativen, dass kein Effekt existiert und kein Effekt gefunden wurde. Von einem Type-2-Error oder einem falschen Negativen sprechen wir, wenn wir die Nullhypothese verwerfen, obwohl in der Wirklichkeit ein Effekt existiert. In unserem Beispiel läge die Wahrscheinlichkeit dafür jetzt bei 28%. Das wäre tragisch für unsere Studie, denn wir haben viel Aufwand betrieben, um einen Effekt nachzuweisen, aber nun keine Schlussfolgerungen treffen können, obwohl es einen Effekt gibt. Häufig wird auch noch zwischen Type-3- und Type-4-Fehlern geredet. Solche Fehler passieren bei mehreren unabhängigen und abhängigen Variablen. Allgemein gemeint ist mit Fehlern dritter Art, dass die Nullhypothese korrekt verworfen wurde, aber aus dem falschen Grund. Es gibt tatsächlich statistische Tests, welche diesen Fall herausstellen können, indem mehrere Messvariablen eindeutig einer unabhängigen Variablen zugeordnet werden können. Schätzungen von p geben beispielsweise an, wie viel von der Restvariabilität einer Messung berücksichtigt werden kann, nachdem alle anderen Messungen unabhängiger Variablen davor schon berücksichtigt wurden. Und Sie merken, es gibt hier bei mehreren unabhängigen Variablen eine Reihenfolge. Wählen Sie diese Ordnung falsch, kann eine unterschiedlich hohe Restvariabilität herauskommen. Tests, die das anzeigen, sagen Ihnen bei hohen Schätzwerten zwischen unterschiedlich hohen Restvariabilitäten, dass hier ein signifikanter Unterschied vorliegt, aber die unabhängigen Variablen an sich nicht die Ursache sind und die Theorie eher mangelhaft ist und die Variablen schlecht operationalisiert wurden. Fehler vierter Art passieren, wenn Sie die Nullhypothese korrekt ablehnen, aber einen Fehler bei der Interpretation der Ergebnisse machen. Einige häufige Gründe für das Auftreten von Typ 4-Fehlern sind falsche Rückschlüsse aufgrund von mehreren unabhängigen Variablen, die eigentlich dasselbe tun. Man spricht auch von Kolinearität unter Prädiktoren oder dass hier auch ein falscher Test vorliegt, zum Beispiel eine ANOVA statt einer Regression. Der sogenannte Aggregationsbias ist die falsche Annahme, dass was für die Gruppe gilt, auch für den Einzelnen gilt. Sprich, wenn wir behaupten, eine Tastatur gefunden zu haben, mit der das Mittel der Menschheit am besten schreibt, kann wie mit allen anderen, heißt das noch nicht, dass Individuen mit den Tastaturen, mit denen sie gewöhnt sind zu schreiben, nicht doch besser sind. Und in diesem Fall wäre die Gewöhnung einfach nicht getestet worden und ein wichtiger Faktor. Wie schnell oder wie schmal die Grenze zwischen Verwerfen von Nullhypothese und Alternativhypothese liegt, zeigt folgendes Beispiel. Nehmen wir an, wir haben in einem Experiment die durchschnittliche Tippgeschwindigkeit auf zwei Mobilgeräten gemessen. Nach jedem Teilnehmer wurde die Reihenfolge vertauscht, sodass die Sequenzeffekte ausbalanciert wurden. Nun erhalten wir folgende Messwerte für die durchschnittliche Tippgeschwindigkeit in Zeichen pro Sekunde. Wir führen einen statistischen Test aus. Lassen Sie uns in diesem Fall einen studentischen T-Test ausführen. Und wir erhalten einen P-Wert von 0,67. Damit sind wir weit über 0,05. Und wir können die Alternativhypothese verwerfen, was bedeutet, dass wir aus dieser Studie gar nichts mehr schlussfolgern können. Doch schauen wir uns die Daten genauer an. Und wir sehen, dass Teilnehmer 3 eine wahnsinnig hohe Tippgeschwindigkeit auf dem Nokia N95 hatte. Vielleicht war der Teilnehmer ja ziemlich geübt bei dem Schreiben auf diesem Gerät. Nehmen wir an, dieser Teilnehmer hätte keine Übung gehabt und wäre so schnell wie die anderen gewesen. Dann sehen wir plötzlich, dass sich der p-Wert verändert und unter das Signifikanzniveau von 0,05 fällt. Damit können wir die Nullhypothese verwerfen und schlussfolgern, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit beim Tippen auf dem iPhone höher war. Das Problem bei diesem Beispiel zeigt, dass ein einzelner Ausreißer zwischen Ablehnen und Akzeptieren der Alternativhypothese steht. Ein solcher Hypothesentest und die Ablehnung von der Nullhypothese aufgrund dieser Sachlage weist eine sogenannte schwache statistische Aussagekraft hin.
Die statistische Aussagekraft oder Power ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test die Nullhypothese korrekt ablehnt, wenn die Alternativhypothese wahr ist. Eigenschaften im experimentellen Design, welche die statistische Aussagekraft erhöhen, sind wichtig. Sie sind die Kontrolle entweder über die Faktoren, das Erhöhen der Stichprobengröße, das Erhöhen der Effektgröße, die Erhöhung der Anzahl von Conditions, die Erhöhung der Anzahl der Messungen oder das Erhöhen des statistischen Signifikanzniveaus Alpha 0,05. In der Praxis sind unsere Fähigkeiten bei der Optimierung allerdings begrenzt. Wir sollten so viele Faktoren wie möglich kontrollieren und die Stichprobengröße erhöhen oder die Effektgröße maximieren. Wir können die Anzahl von Conditions und Messungen nur bedingt erhöhen. Dabei müssen wir vorsichtig sein. Eine Erhöhung des Signifikanzniveaus dagegen lässt sich in der wissenschaftlichen Praxis kaum rechtfertigen. Schauen wir uns die Dinge an, die wir machen können, um die statistische Aussagekraft zu verbessern. Wir können leicht die Stichprobengröße durch mehr Teilnehmer oder mehr Versuche der Teilnehmer erreichen. Die Effektgröße erreichen wir durch eine Senkung der Varianz, sprich dem Rauschen in den Daten. Das erreichen wir durch eine mehrfache Wiederholung von Aufgaben, durch mehrere Aufgaben gleicher Schwierigkeit oder wir entfernen Ausreißer, häufig Stichproben, die zum Beispiel das Dreifache von der Standardabweichung entfernt sind. Es geht aber nur bei bestimmten experimentellen Designs. Oder wir bauen was richtig Gutes, etwas, das so gut ist, dass es die Effektgröße erhöht. Wir können auch mehrere ähnliche Messungen vornehmen, zum Beispiel bei der Aufgabenleistung die Task Completion Time, die Fehlerrate, die wahrgenommene Aufgabenlast, zum Beispiel durch NASA-TLX. Nicht nur in der Hoffnung, dass davon irgendwas signifikant ist, sondern mit Hilfe des mehrfachen Vergleichs zu verstehen, ob auch für andere unabhängige Variablen die Null- bzw. Alternativhypothese korrekt verworfen wurde. Messungen oder Bedingungen, Conditions, die nicht gerechtfertigt werden können, sollten nicht durchgeführt, nicht in unser experimentelles Design integriert werden. Sprich, wenn es für eine unabhängige Variable keine Hypothese gibt, haben wir keinen Grund, sie zu erheben. Ein wichtigstes Mittel, die statistische Aussagekraft zu erhöhen, sind auch Kovarianten mit in den Hypothesentest mit einfließen zu lassen. Das sind Variablen, die Sie nicht kontrollieren können, aber wissen wollen. Zum Beispiel die Handgröße in Studien mit Mobilgeräten oder Brillenträger in VR-Studien. Ich habe gesagt, bei mehr Conditions müssen wir vorsichtig sein. Natürlich dürfen wir nur Conditions in unser experimentelles Design aufnehmen, die für uns interessant sind oder die Baseline sind. Aber häufig passiert, dass immer mehr Conditions in unsere Studie untersuchen, ohne dabei zu vergessen, dass die Wahrscheinlichkeit für Typ 1 Fehler, dass sich dabei diese Wahrscheinlichkeit von Typ 1 Fehlern aufaddiert. Und diesen Fehler bezeichnen wir auch als Family-Wise Error Rate. Man kann die Family-Wise Error Rate mit dieser Formel abschätzen. Nehmen wir an, wir hätten zwei, anstatt zwei, 10 unterschiedliche Conditions bei einem Alpha-Level von 0,05. Und damit geben sich nur durch Addition von Wahrscheinlichkeiten eines Fehlers vom Typ 1 auf einmal eine über 40-prozentige Chance, dass die Nullhypothese zu Unrecht abgelehnt wurde. Zu viele Vergleiche erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Inflation von Fehlern des Typ 1. Und die Lösung ist eine Korrektur des p-Werts, meist durch die sogenannte Bonferroni-Korrektur. Die Bonferroni-Korrektur sagt, dass wir Alpha durch die Anzahl der Tests teilen, die wir ausführen, und auf jeden Test einzeln anwenden. Wenn das Gesamt-Alpha-Level beispielsweise 0,05 ist, beträgt und 10 Tests ausführen, dann hat jeder Test ein Alpha von 0,05 durch 10, sprich 0,005. Und wir wenden dieses neue Niveau auf jeden Test an. In diesem Beispiel müsste der p-Wert für die statistische Signifikanz 0,005 oder weniger betragen. Eine Besonderheit gibt es noch bei mehreren Messungen zu beobachten. Je mehr wir messen, desto mehr Forschungsfragen lassen sich beantworten. Denn meist erfordern neue Messungen nur minimalen zusätzlichen Aufwand. Wollen wir aber zeigen, dass mehrere Messungen, bei denen sich kein direkter Zusammenhang vermuten lässt, zum selben Konstrukt gehören, wie zum Beispiel physiologische und subjektive Messungen von Stress zum Beispiel,
dann können wir zeigen, mit Überprüfungen der internen Konsistenz, die bekannteste ist wohl Cronbachs Alpha, einem Gütekriterium für die Korrelation mehrerer Messungen, die gleichzeitig vorgenommen wird. Und manchmal manipulieren wir eine unabhängige Variable indirekt. Das bedeutet, unsere Teilnehmer werden verschiedene Zustände in einem Experiment ausgesetzt sein. Und damit wird sich sowohl die unabhängige als auch die abhängige Variable verändern. Ein Beispiel könnte sein, dass wir Teilnehmer beim Tippen einer Stresssituation aussetzen. Und dann sagen wir, wahrgenommener Stress und die Leistung beim Tippen wird gemessen. Aber eigentlich wollen wir wissen, wie sich Stress auf Tippen auswirkt. Und Sie müssen hierbei statistische Tests verwenden, um nach Manipulationen zu suchen, die sicherstellen, dass sich Ihre Intervention auf die unabhängige Variable ausgewirkt hat. Meist wollen Sie am Ende Ihres Tests das bewerkstelligen, sodass die Messung selbst nicht auf die abhängige Variable auswirkt. Mehrere Kennzahlen desselben Konstrukts können dann mit entsprechenden Tests separat analysiert und kombiniert werden, um eine einzelne Kennzahl, meist wieder ein P-Wert und eine Effektgröße abzuleiten. Sie sehen, dass die statistische Aussagekraft, sprich die Größe der Stichprobe, eine zentrale Komponente ist, wenn wir wissen wollen, ob Experimente verlässlich die Nullhypothese verwerfen. Doch wie ermitteln wir diese Stichprobengröße? Und das bekannteste Tool hierfür ist G-Power. G-Power ist eine Open-Source-Software zum Ermitteln von Stichprobengrößen. Und Sie brauchen dazu eine Schätzung der Effektgröße und das Signifikanzniveau, das Sie am besten bei 0,05 lassen. Dann geben Sie ein, was Sie, dann erzeugen Sie sich einen Plot, um beispielsweise abzuschätzen, wie viele Stichproben, sprich Teilnehmer, Sie für Ihre Studie benötigen. In dem vorliegenden Beispiel nehmen wir die Differenz zwischen zwei Mittelwerten in einem gepaarten bzw. abhängigen T-Test. Für eine geschätzte Effektgröße von 0,5, also einer mittleren Effektgröße, benötigen wir 100 Teilnehmer. Für eine Effektgröße von 1,0, was schon ein großes ist, benötigen wir nur 28. Und für eine geschätzte Effektgröße von über 2,0, was wirklich ein sehr großer Effekt ist, benötigen wir nur noch 10 Teilnehmer. Bei weniger als 6 können wir keine statistischen Tests mehr anwenden. Ohne jetzt zu sagen, was genau der T-Test eigentlich ist, habe ich Ihnen damit meine Hypothese überprüft. Wie er durchgeführt wird und was dabei herauskommt, fällt dabei in den Bereich der inferentiellen Statistik. Je nach Datenlage, Anwendung, Hypothese oder Forschungsfrage gibt es noch viele weitere Tests. Und ich möchte mit Ihnen kurz solche Tests aufzeigen. Sie werden alle zum Hypothesentesten verwendet. Faktoren oder Komponentenanalysen werden durchgeführt, wenn eine Reihe beobachteter Variablen als Reaktion auf nicht beobachtete sogenannte latente Variablen zu vermuten sind. Diese Antwort wird in potenziellen Faktoren zerlegt. Nehmen wir an, Sie fragen nach in einem eigenen Fragebogen ganz viele Dinge zur Immersion in der virtuellen Realität. Und wenn Sie eine Faktorenanalyse durchführen, können Sie sich bei einem entsprechend aufwendigen experimentellen Design klarmachen, aus was sich Immersion zusammensetzt, zum Beispiel aus den Faktoren Präsenz, räumliche Koordination, Körperkontrolle und Realismus. Lineare Zusammenhänge zwischen zwei abhängigen Variablen können wir mit Korrelationen ermitteln. Beobachten wir den linearen Einfluss mehrerer unabhängigen Variablen auf eine abhängige Variable, sprechen wir von Regression. Und sie liefert uns praktisch ein Polynom und die passenden Parameter, um den Einfluss von Faktoren, auch Prädiktoren genannt, zu bestimmen. Gruppieren Sie eine Reihe von Objekten statistisch so, dass sie sich in derselben Gruppe befinden und einander ähnlicher sind als aus zum Beispiel anderen Gruppen, dann führen Sie eine sogenannte Clusteranalyse durch, um zu zeigen, welche Gruppen oder welche Art von Gruppen in Ihren Daten existieren. Die wohl häufigsten Tests in der empirischen Forschung sind die Varianztests. Sie zeigen die Unterschiede zwischen mindestens zwei Mittelwerten. Dazu gehören zum Beispiel der vorhin angesprochene T-Test oder die ANOVA, die berühmte. Manchmal wollen Sie nicht zeigen, dass sich etwas unterscheidet. Manchmal wollen Sie zeigen, dass sich etwas ähnelt. Die Nullhypothese ist hierbei als ein Effekt definiert, der groß genug ist, um als interessant angesehen zu werden. In diesem Fall führen Sie eine sogenannte Äquivalenzanalyse durch. Die bekannteste ist TOST. Fassen wir zusammen: Experimente und statistische Analysen können Ursache und Wirkung isolieren und werden zum Testen von Hypothesen verwendet. Machen Sie eine Hypothese überprüfbar oder durch die Nullhypothese falsifizierbar. Machen Sie das. Berechnen Sie dann zu eine geeignete Stichprobe, um die statistische Leistung zu erhöhen und Fehler vom Typ 1 und Typ 2 zu vermeiden. Verringern Sie die Varianz,
durch mehrere und wiederholte Messungen. Erhöhen Sie die Effektgröße, soweit Sie können. Am besten bauen Sie etwas, das so richtig gut ist, dass die Effektgröße sich maximal maximiert. Außerdem, unterhalb eines Signifikanzniveaus aus 0,05, was wohl irgendwie fest ist, gibt der P-Wert an, ob die Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese verworfen werden kann. Und das sind die wichtigsten Erkenntnisse, dass die Ergebnisse aus den Hypothesentests niemals wahr sind, im Sinne von, dass sie hundertprozentig korrekt sind. Beachten Sie, dass Ihre Ergebnisse auch falsch sein können, auch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Wer mehr dazu lesen und erfahren möchte, dem kann ich die Literatur von Andy Field und Graham Holland ans Herz legen, How to Design and Report Experiments und Discovering Statistics using IBM's SPSS Statistics und die Arbeit von Erich Lehmann, Testing Statistical Hypotheses.